Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierflugzeuges A380 ein. Der deutsch-französische Konzern teilte mit, die letzte Maschine solle 2021 ausgeliefert werden. Airbus reagierte damit auf die schwache Nachfrage nach dem Modell, das dem Jumbojet Boeing 747 Konkurrenz machen sollte. Von Anfang an hatte es weniger Bestellungen gegeben als erwartet. Zuletzt drückten zwei große Fluggesellschaften von ihren Aufträgen ab. Daumen hoch, doch die Nachricht des Tages von Airbus-Chef Enders heißt aus. Auf der Bilanzpressekonferenz in Toulouse verkündet der scheidende Konzernchef heute das Ende des einstigen Prestigefliegers A380. Wenn man für ein Produkt keine Kunden mehr findet oder das Produkt nur noch unter Produktionskosten verkaufen kann, dann kann man es nicht weiter produzieren. Der Vorzeigeflieger A380, ein Riesenflugzeug für bis zu 853 Passagiere. Doch diese Opulenz ist zugleich sein Problem. Zu groß, zu viel Sprit, zu teuer. 2021 nun ist Schluss. Weltweit sind rund 3.500 Arbeitsplätze betroffen. Sie könnten allerdings, zumindest teilweise, umgewandelt und damit erhalten werden, versichert der Konzernchef. Airbus hat immer in solchen Situationen ihre sagen wir mal, Sozialkompetenz bewiesen. Und wir werden das auch bei dem 380-Programm nicht anders handhaben. Die Zukunft hat bereits begonnen. Mit dem Langstreckenflieger A350 und dem Mittelstrecken-Bestseller A320. Airbus befindet sich derzeit in einer technischen und personellen Umbauphase. Tom Enders verlässt den Konzern nach gut 20 Jahren. Ein Franzose wird ihm folgen. Die Bilanz heute: Trotz des Aus für den A380 sieht sich das Unternehmen insgesamt auf gutem Wege.